So, wie angekündigt, mache ich kurz das Guide-Video zu Advanced Combat Tracker, also zu dem DPS, HPS und Akrometer in Final Fantasy. So, ich habe hier alles schon mal vorbereitet. Das ist die Mainpage von Advanced Combat Tracker. Seht ihr da oben immer den Link, dann einfach auf Downloads. Und ihr könnt hier das Setup downloaden, nehmt am besten einfach den Installer. Das checkt nämlich gleich, ob ihr NetFramework entsprechend installiert habt. Installiert es und ballert euch direkt hier das Final Fantasy Parsing Plugin, das könnt ihr auch downloaden. So, das erste was ihr dann macht, ihr geht in euren Download-Ordner, installiert den Advanced Combat Tracker. Dann kommt, ja gut, das muss ich jetzt ein Update durchführen. Dann kommt hier eine Fehlermeldung, dass ihr kein Plugin ausgewählt habt. Das drückt ihr dann bitte einfach weg, schließt den Advanced Combat Tracker wieder und dann geht's ans Eingemachte. Dann kommt das, dass die Fehlermeldung nicht mehr, wenn ihr sie abgebrochen habt. Dann geht er hier auf Plugins. Und ihr seht, bei mir ist schon das Overlay-Plugin installiert und eben das Final Fantasy-Plugin. Das ist ganz easy, ihr geht hier einfach auf Durchsuchen. Ich habe das Final Fantasy-Plugin einfach in den Ordner kopiert. Das sieht so aus, wenn ihr das downloadet. Einfach da in den Ordner von Advanced Combat Tracker rein. Und dann... ja, dann habe ich das hier einfach immer direkt und dann einfach hier auswählen, auf Öffnen drücken und dann erscheint es hier oben und dann einfach nur Add Enable Plugin und dann ist es da unten drin und ist praktisch konfiguriert. Wenn ihr dann das Spiel startet, dann bekommt ihr praktisch den DPS-Meter dann angezeigt. Es gibt noch ein paar Optionen, die ihr hier einstellen müsst, die ganz wichtig sind, die aber eigentlich von vornherein schon praktisch, wenn ihr das installiert über den Installer, das dürften die eigentlich vordefiniert sein. Wenn ihr dann eine Fehlermeldung oder irgendwas bekommt oder das Ding nicht erscheint, einfach Bescheid geben. Ihr seht so ungefähr wie diese Kästchen hier. Sieht das Ganze dann bei euch aus? Ja, nicht besonders hübsch. Das Overlay wird nur aktiviert, wenn ihr hier auf Show Mini drückt. Dann habt ihr so ein kleines Mini-Fenster wie das hier unten. Das hier unten sieht aber jetzt wesentlich hübscher aus als das. Ich erkläre euch auch, warum das so ist. Auf jeden Fall habt ihr dann da eure DPS und könnt da praktisch die DPS auslesen. Ihr könnt in den Einstellungen könnt ihr verschiedene Werte vornehmen, was euch das Ding jetzt schlussendlich anzeigen soll. Das könnt ihr hier alles instellen. Ihr könnt davon HPS, Akrometer, ihr könnt... ich guck gerade mal, wo das genau ist. Hier steht, hier ist alles, was es anzeigen kann. Und ihr könnt euch da auch ganz eigene Anzeigen bauen. Hier im Mini-Pass-Window könnt ihr den Font verändern. Hier drauf geht, hier könnt ihr komplett alles einstellen. Auch in die Reihenfolge alles praktisch custom kombinierbar. Overheal in Prozent und alles Mögliche und das ist dann einfach echt richtig top. Ihr seht immer hier bei Formatting seht ihr auch immer, wie das dann schlussendlich dann in eurem Interface-Fenster aussehen würde. Was ganz wichtig ist noch, dieses Overlap-Fenster wird nur angezeigt, wenn ihr Final Fantasy in der Auflösung praktisch im Fenstermodus startet, beziehungsweise im Vollbild-Fenstermodus. Das ist natürlich der, den ihr dann wählen wollt, ansonsten habt ihr halt so ein hässliches Fenster. Wie gesagt, stellt Vollbild-Fenstermodus ein, dass ihr das Ding überlappen kann. Und da das halt echt extrem ugly ist, noch ein zweites Add-on. Habt ihr hier jemals für 32-Bit und für 64-Bit, ich hau die Links in die Videobeschreibung rein, könnt ihr euch downloaden.
Das Ding heißt einfach nur Bild. Da ist dieses Overlay-Addon drin. Der hier bei Plugins dann wieder, Plugin List, Listing. Einfach, ich habe es hier auch wieder in den Combat Tracker Ordner gehauen. Was wichtig ist, wenn ihr das downloadet, ihr müsst hier bei allen DL-Files Rechtsklick Eigenschaften machen und das schreibgeschützt wegmachen. Weil sonst kann Advanced Combat Tracker nicht auf die Inhalte von den DLL-Files zurückgreifen. Das ist ganz wichtig, kontrolliert das auch nochmal doppelt, dass ihr hier wirklich alle DLL-Files, zumindest die hier in diesem Hauptding drin sind, dass ihr die das schreibgeschützt weggemacht habt. So, dann einfach auf wieder hier Add Enable Plugin, dann ist das drin. Und das Overlay Plugin überlappt jetzt praktisch die Einstellungen vom normalen Plugin. Dann habt ihr hier so ein Fenster, dann auch verschieben könnt. Jetzt mal in Final Fantasy rein, dass ihr das mal seht, wie das aussieht. Ah, kann ich euch jetzt gar nicht zeigen, weil ich meine OBS-Einstellung auf Desktop geballert habe. Vielleicht geht's doch. Ah, vielleicht geht's. Steht jetzt noch No Data Shown. Hab ich mal kurz mit dem guten Nefaras ein. Dann porte ich mich kurz irgendwo hin, wo es ein bisschen Monsters gibt. Nur der Hinweis, dass der Damage Meter oder der Advanced Combat Tracker ist natürlich jetzt so eingestellt, also nicht auf Default, so wie ihr das dann habt, sondern der ist so eingestellt, wie ich das gerne haben möchte. Könnt ihr dann auch ganz einfach, merkt ihr dann auch einfach, und wie gesagt, die Einstellungen vom Advanced Combat Tracker selbst, die sind selbsterklärend. Jeder, der des Englischen ein bisschen mächtig ist, der weiß, wo er Damage oder was weiß ich was findet. Jetzt greife ich da hinten mal diese Biene an. Ihr seht die Zeit, DPS, die gemacht wird, wird angezeigt. Ist jetzt nicht sonderlich prickelnd, da ich das Vieh von vorne angreifen muss. Ah, ein bisschen was über 900. Und der Advanced Combat Tracker, ich habe es eingestellt, dass er sich nach 25 Sekunden automatisch zurücksetzt. Ansonsten habt ihr da mehrere Combat-Files und das ist einfach, geht der Festplattenspeicher so schnell in die Höhe. 25 Sekunden ist ausreichend. Und ihr seht, das Fenster ist dann wesentlich hübscher als das andere, was ich euch vorhin gezeigt habe. So, das war's soweit auch. Und wenn da noch Fragen sind, einfach kurz mir Bescheid geben.